Egal. Ist ja nur ein Spiel. Muss man sich ja nicht ärgern. Sei mindestens zwei Runden in Führung beim Rosenheim Raceway. Okay. Okay, erstaunlicherweise wieder das gleiche Bild beim Ladescreen. Deutsch ist wirklich 1A. Ich bin echt begeistert. Oh mein Gott. Ich glaube, der Junge sollte doch nochmal einen Deutschkurs belegen hier. Oder immer einfach auf Englisch weiter. Ja, ohne Idee. So, man, it's what a very good race. Nobody 1, 2, 3 is on the first pole. Nee, machen wir wieder auf Deutsch. So, okay. Ach, das ist die Strecke hier, okay. Die Strecke. Strecke. Da komme ich wieder ins Rutschen. Und kuschel wieder mit den Wifen. Wifen. Deutsch, also ja. Naja gut, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, es ist auch nur Montag. Montag ist eigentlich schon Tag, wie man so schön kennt. Da will man ja eigentlich auch noch nicht so. Aber was muss dann gut, ne? Da kommt ja nicht von alleine. Oh, Runde 2. Ah, bisschen vom Gas runter, nicht gut. Anzahl der Runden in Führung. Die Mini-Aufgabe kriegen wir locker hin. Der will mir mal ausbrechen hier. Das ist nicht gut. Aber das vom Gas runtergehen jetzt, weil ich gehe lieber auf Nummer sicher, als wenn ich wie in der Runde davor, Runde davor, bei der Strecke davor, wieder den Fehler mache und am Ende mir doch ein paar Plätze kostet. Er denn? Nix da. Ich denke mal, der ist doch stehen geblieben, hat keinen Bock mehr gehabt. Sei mindestens zwei. Also sprechen klappt echt super. Also die Mini-Aufgabe haben wir schon mal geschafft. Es wird ja mal besser mit Deutsch heute hier. So. 6 Sekunden Vorsprung. Also wenn jetzt kein dummer Fehler passiert von mir, haben wir die Strecke sicher geschafft. Ich kürze mal wieder ab hier. Ja. Ah, jetzt fährt er da auch mal weiter und fährt gegen. Ja, weil, warum nicht? Ja, easy erster. Schnellste Runde sogar. Und zwar deutlich. Nice. Wunderbar. Kommen Level 20 näher, das ist gut. Und Nordland Raceway ist die letzte Strecke. Die letzte Strecke. Bei der Scandinavian Folk Racing Tour. Oh, sieht doch gut aus. So, let's go. Wieder drei Runden. 3, 2, 1. Und los. Nee, Nack 5, lass mich mal vorbei. Servus. Birdman. Das war knapp. Ey. Ah. Zack Heavy. Zack Heavy ist wieder mit dabei. Oh, was passiert denn hier? Der Arme. Er macht erstmal mehrere 360-Grad-Drehungen. Ich hoffe, denen geht's gut. Klar, ist nur ein Spiel, aber trotzdem, wenn man sich mal vorstellt, dass das auch in real life, oh Gott, passieren kann. Da kannst du ja auch schlimmste Verletzungen davon tragen. Das ist nicht ohne Grund auch hier so ein Risikosport. Ja, ich glaube, jede Sportart ist halt so ein bisschen risikoreich, ne? Beispiel Formel 1 auch. Oder auch Fußball, wo man sich ja verletzen kann. So ein Kreuzbandriss oder Meniskusriss oder was auch immer, ist ja auch nicht gerade ohne. Das ist ja auch höllenschmerzhaft. Oder was weiß ich noch für andere Verletzungen bei anderen Sportarten entstehen. So, vierter, jetzt dritter, zweiter gleich. Entschuldigung, aber danke fürs Abbremsen. Erster.
bisschen zu langsam in die Kurve, aber wir haben es schon im Griff. Wunderbar. Aber daran sieht man. Nein, 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 komm schnell nicht hin. Okay, wir stehen. Wir fahren auch noch. Vierter. Nur Vierter. Unterm Strich. Es hätte schlimm ausgehen können. Seht ihr, genau das meinte ich. Wenn man da aus der Kurve kommt. Oder lass mal jemanden dadurch schlimm verletzen, das ist nicht ohne. Na, schaffen wir das noch? Wir haben einen guten Boost. Schaffen wir noch Erster, schaffen wir noch Erster, schaffen wir noch Erster? Jupp. Und eine Runde ist noch. Aber da kannst du dich wirklich schlimm verletzen oder was weiß ich hier. Das ist, ja, nicht ohne. Deswegen, ja, kann man froh sein, wenn alle das heil und gesund hier, ich sag mal, überstehen. Jetzt aufpassen, Lavi, nicht den gleichen Fehler nochmal machen. Jawohl. Das hat man auch, glaube ich, gemerkt, da habe ich es ein bisschen langsamer angehen lassen. Entschuldigung. So weit sind wir nicht mehr entfernt, wir haben es fast geschafft. Nicht den Fehler machen. Ja, das haben wir. Sogar mit 2 Sekunden Vorsprung. Sogar fast 3 Sekunden Vorsprung, sogar genau 3 noch. Nice. Und sogar noch trotz Unfall die schnellste Rundenzeit am Ende. Geil. So muss das sein. Na, kriegen wir die voll? Nein. Nicht ganz, Level 20. Aber wir haben alle Bonusziele geschafft, das ist doch schon mal supi. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich finde es sehr erstaunlich, dass der Ton bisher hier bei dieser Aufnahme jetzt durchgehalten hat. Vorhin war es ja nicht der Fall. Da gab es ja technische Probleme. Naja. Ich will es mal lieber noch nicht bevorschreiben hier, aber ich hoffe, der hält auch weiterhin durch. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüsschen, euer Lappi123.